Einen wunderschönen guten Abend aus dem Donington Park heute Abend zum Liga-E-Rennen. Mein Name ist Stefan Pfingst. An meiner Seite heute Abend mein lieber David McRae. Hi David. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite und herzlich willkommen zur Liga E. Ja, mein Urlaub ist rum. Ich bin wieder da. Ich hoffe, dass mich der eine oder andere vermisst hat. Es kommen wahrscheinlich Buchrufe im Chat. Und wir sind mal gespannt heute Abend, ja, wie das hier in Donington laut Wettervorhersage sieht es ja nicht so gut aus, David, oder? So wie ich das zumindest mal mitbekommen habe, wird es definitiv sehr wässrig. Wässrig, ja, es gibt im Qualifying ein Gewitter und dann im ersten Sprintrennen wird ein Sturm aufziehen und im zweiten Sprintrennen. War das Leichterregen? Das war Leichterregen. Ja, das hört sich schon mal vielversprechend an. So, die ersten Zuschauer haben zugeschaltet. Der Lukas Hand, den ich recht herzlich begrüßen möchte. Meinen Teamkollegen, den Thomas Singvogel, den Marvin Reif, den Björn Wiegel. Ja, und das waren sie schon, die sich hier gemeldet haben. Also Ja. ich möchte mich auf jeden Fall schon mal bei allen entschuldigen. Ich bin ein bisschen erkältet, bin noch ein bisschen am Husten. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ein Viquaporub. Japanisches Minzöl. Ich habe einen russischen Arbeitskollegen gehabt, der hat immer Wodka mit Pfeffer genommen. Das hat immer sehr gut geholfen. Ja. Ein Aber Fahrer fehlt noch. ein Fahrer fehlt noch. Ja, wir müssen insgesamt 15 sein und wir sind nur 14. Gut, dann müssen wir, kann ja eh noch warten. Dann schauen wir mal, in der Tabelle steht die Scuderia Fukuhila mit 162 Punkten auf Platz 1. Dann gefolgt von AGP. Ich entschuldige mich, ich habe vergessen, ich glaube 89 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Dann Wir sind gerade vollzählig geworden. sind gerade vollzählig geworden, sehr gut. Ja, wir haben aber noch ein, 2 Minuten. 2 Minuten Ich sogar wollte noch. nur gesagt haben. Und auf Platz 3 ist T-Dog Racing mit 6. Du steckst mich jetzt schon an. Mit 86 Punkten. Dann German Race Wars 2 mit 69 Punkten. SRT mit 57 und Karma Rookie auch mit 57. Das sind jetzt die ersten 6 Plätze. Ja, fehlen wird heute Abend der Angelo Ramazzotti und sein Teamkollege und der Christian Wolf von SRT. Also der Wolfgang Bosen geht heute Abend alleine in den Start. Und sonst sind eigentlich alle vollzählig da. Der Chris Vladi ist heute Abend auch nicht da. Dafür tritt sein neuer Ersatzfahrer vom Karma Racing Team, wo der Kai Reif Manager ist. Der Daniel, wo steht er denn? Drrr, gehen wir die Liste noch. Norreisch. Norreich, da unten steht er. Der geht heute Abend als erstes Mal an den Start, also ein Rookie. Ich kenne ihn persönlich noch nicht. Wir schauen mal und gucken, wie das wird. Lassen uns überraschen. Ja. So, die Zuschauerzahlen steigen auch wieder. Wir sind schon auf 30. Auch begrüßen möchte ich den Markus Groß, den Ali Derkum, den Oliver Rast, den Kai Reif, den Martin Kuhn, dann den Thorsten Schober und natürlich den Sascha Nürburg. Ja. Was denkst du, wer wird heute Abend Scuderia Fukuhila wieder einen Durchmarsch machen oder ist Schwierig zu sagen bei den Bedingungen. das denke ich auch. Also heute Abend ist, glaube ich, sind die Karten alle offen. Ich glaube, dass da wirklich auch jemand gewinnen kann, den man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Also ich habe gehört, dass Scuderia Fukuhila für den AMG sich einen Außenborder bestellt hat. Schauen wir mal, ob der zum Einsatz kommt. So, wir haben 19:51 Uhr. Wollen wir starten? Ja, Wir können. wir können. Gut, dann können wir ja gleich in der Pause noch ein bisschen quatschen. Zack.
Soweit ich weiß, ist es auch jetzt, glaube ich, erstmal kein Regenrennen mehr, richtig? Es sind zwar noch Rennen mit Zufall, wo es natürlich auch regnen könnte. Aber reine Regenrennen gibt es nicht mehr, nein. Nein. Wir haben noch duck, 1, 2, 3, 3 Stück, die auf zufällig stehen. Ja, ich selbst darf für unser Team in Liga C am Donnerstag, glaube ich, nächste Woche auch ins Lenkrad greifen mal wieder. Da bin ich mal gespannt. Oh, Oha! ja, jawohl. Okay, das könnte interessant werden hier. Tja. Ja, auch begrüßen Gavi Gasfuß, Frank Slow, den André Kallenhardt, den Andrea, Andy Lassaniel und den Silvio Hinke. Wen begrüße ich auch noch? Ja, lieber Andy, wer sich das Wetter ausgesagt hat, weiß ich nicht. Ja, ich sage jetzt nichts. Ja, zufällige Ziehung, ne? Ja. Da gibt's gar nicht so viel drüber nachzudenken. Ich glaube auch, dass du jetzt hier bei Gewitter schon wirklich früh raus musst. Wenn du jetzt hier zu lange wartest. Ja, ich habe mitbekommen, dass die ersten etwa 5 Minuten anscheinend noch ganz fahrbar sein sollen und dass die Fahrer jetzt hier schätzungsweise alle direkt raus werden oder rausgehen werden und auch schnellstmöglich ihre Zeiten versuchen zu fahren, weil da die Bedingungen einfach noch definitiv am besten sein werden. Das denke ich auch. Mein lieber David, ich bin gleich wieder bei dir. Ja. In der Zeit übernehme ich alleine. Patrick Alex, jetzt als erstes, oh, auf die Strecke gegangen, direkt mal die Pöllerchen da weggeschoben. Hoffe, der hat keinen Schaden da davon getragen, weil die bringen manchmal so ein bis zwei Schaden an der Front. Natürlich nicht so angenehm, vor allem im Regen, wenn man den Anpressdruck bzw. die Aerodynamik definitiv gebrauchen kann. So, jetzt gucken wir mal. Aroma ums Eck. Und los geht's. Da geht er auf die erste fliegende Runde. Patrick Alex vorneweg im Regenchaos. Gucken wir mal, was da dabei rauskommt. Natürlich, also wie man in der Kamera sehen kann, hier definitiv wenig Regen ist es nicht. Hier ist schon richtig Wasser unterwegs. Kann man auch mal hier in die Onboard gehen. Und das sieht eigentlich noch relativ human aus. Bremspunkte natürlich relativ schwierig zu treffen, weil, also man sieht, dass da definitiv Wasser auf der Strecke steht, was das Ganze nicht einfacher macht. Aber das sieht, boah, schon mal gar nicht so schlecht aus. Tech viel am Arbeiten. Aber wir werden sehen. Ja, früh auf der Bremse, viel mit Motorbremse gemacht, also indem man runterschaltet und den Motor wirken lässt. Weil, oh ja, das ist schon. Oh, Rasenpfütze, muss aufpassen. Aber hält das Auto auf der Strecke. So, letzte Kurve, links ums Eck, aufpassen. Und rauf geht's. Gucken wir mal, was für eine Zeit da dabei rauskommt. Erste Richtzeit 1:35. Gucken wir mal, wer da gleich nachzieht. 37 von Massmann. Direkt mal fast 2 Sekunden langsamer. Marvin Reif, Martin Kuhn, Entschuldigung. Auf die 4, 39,4. Ah. Ja, Patrick Alex weiter auf der 1. So, Jürgen Weiland hat sich in der Zeit auf die 4 geschoben. Gucken wir mal hier hinten. Oh. Gabi Gasfuß im AMG
Oh, kommt jetzt auf Start ein Ziel. Bisschen übersteuern im Ausgang. Auf die 3. Während dem Stefan Hein auf der 2 gelandet ist. Zwei Fahrer fehlen noch, dann sind die ersten. Also dann sind die ersten Zeiten alle durch. Daniel Norreich, unser Rookie im ersten Einsatz. Ich bin auch wieder da. Willkommen zurück. Gucken wir mal, was da dabei rauskommt. 44,1, 8,6 Sekunden. Ja. Natürlich auch nicht gerade das beste Rennen zum Starten. Nee, nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich, wenn bei diesen Verhältnissen ein Fahrer nicht schwimmen kann und ertrinkt bei der ganzen Geschichte. Ja, dafür gibt es Streckenposten. Da müssen die mal. Die Pamela Anderson steht am Streckenrand. So, der letzte, Wolfgang Bosen. Ja, in der Kurve steht eine Pfütze. Und derzeit ist vorne. Wolfgang schießt sich ja schon auf die 8. So. Patrick Alex verbessert sich nochmal, fährt jetzt eine 35-0 und somit fast eine Sekunde Vorsprung auf Stefan Hein, der seinerseits in der Box steht. Das weiter. Oh, Massmann auf 3. Oh, da war er ein bisschen übermutig, verliert das Heck. Ab ins Gras. Gabi Gasfuß im AMG auf der 4. Gerade auf Jagd nach einem Audi. Auf Position 1, ist das Patrick Alex oder? Ja, Patrick Alex. So, gehen wir hier mal. Starke Zeit. In dieses Bild hier. Also, erstens kann man erkennen, hier steht viel Wasser. Zweitens kann man erkennen, die Gischt macht das Ganze natürlich nicht sonderlich viel besser. Also. Das ist schon alles andere als einfach hier, diese Bedingungen. Hier stehen richtige Wasserflüsse. Oh, da trifft Gasfuß den Scheitelpunkt nicht richtig. Schießt euch hier jetzt nicht ab. Gasfuß innen vorbei, bremst zu weit und verliert sich auf der Pfütze. Oh, yeah. Oh, das kann für Spannung sorgen hier. Junge, Junge, das kann nicht... So, Teamkollege von Gasfuß, Thorsten Schober. In der Kurve, in der er gerade durchgefahren ist, eine richtig ekelhafte Pfütze. Ich glaube, heute in einer Woche habe ich auch und kann ich fahren. Ja, welche Strecke solltest du halt fahren? Was ist denn das nächste? Ja, hier, Liga C. In Donington. Ja, in Donington mit dem Thomas zusammen. Ja, unser kleiner Flo, der kann ich und Ersatzfahrer André kann auch nicht. Und da ich ja der zweite Ersatzfahrer bin, muss ich wohl ran. Ah, dann muss. Schade, dass ich auf Lehrgang bin, sonst würde ich das Rennen doch glatt kommentieren. Nee, ist klar. Vielleicht erteilt mir meine Frau auch Fahrverbot. Nein, da sprich ich. Kann ich ja gerade zu ihr sprechen? Ich fällt mir gerade auf. Ja, also, sie hört dich. Frau Pfingst gibt kein Fahrverbot. Er freut sich richtig auf dieses Rennen und vor allem auf diese Bedingungen. Ein Arsch. Er hat mir vorhin im Geheimen erzählt, dass er sich richtig darauf vorbereiten will und alles geben wird. Ja. Wir sehen uns ja am 18. Mai. Ja, fahren wir ja ein Team, hoffe ich mal. Ja. Kennst du schon die Strecke? Nee. Donington bei Regen.
Oh, Ja, kein Patrick. Problem. Hab ich einen Teamkollegen, der sich da auskennt. Ja, Patrick Alex hat seine Zeit geknackt nochmal um 2 Zehntel fast. Gehen wir es mal kurz durch. Stefan Hein kommt gleich über die Ziellinie. Gucken wir mal, was sich verbessern kann. Nein, kann er nicht. Patrick Maßmann in der Box. Gabi Gasfuß in der Box. Weiland in der Box. Thorsten Schober auf der 6. Navarro auf der 7. So, da stehen sie fast wegen dem Wasser. Marvin Reif setzt sein Acura auf die 8. Andreas Adler. Also hier kann man richtig sehen, wie hier Wasser steht. Auf der 9 auf jeden Fall. Bosen im M6. Auf der 10. Martin Kuhn scheint hier anscheinend so gut wie, also so gar nicht zurechtzukommen, weil der ist nämlich nur auf Platz 11. Das ist doch eher ungewöhnlich für ihn. Ja. Dann hier Patrick Klingen auf der 12 und der zweite Acura auf der 13. Aber vom Gefühl her fährt er mit Controller. Wer? Daniel Norreisch. Diese Frage kann uns beantworten, der Kai Ralf. Oh, das Dann ist soll ja er sich sein noch mal bitte tun. Ersatzfahrer. Ja, des Weiteren möchte ich noch den einen oder anderen begrüßen. Und zwar ist das die Kuschelschlange hat wieder zugeschaltet. Der Maestor Stivo. Ich glaube, das ist Stivan Todorovic, wenn mich nicht alles täuscht. Patrick Huchling. Patrick Speedy. Mike Westerwald. Wen haben wir noch hier? Ja, zu aller guten Schluss kommt natürlich meine Frau. Biene 1977 hat auch zugeschaltet. So, jetzt haben wir noch fast 4 Minuten. Mal gucken, wer hier noch mal rausfallen wird. Ich glaube nicht viel. Ich denke mal, dass die, wo jetzt auf der Strecke sind, ihre Runden zu Ende fahren. Oh, Bosen hat sich auf die 7 geschoben. An Navarro vorbei. An alle Spotter, und zwar denkt dran, dass Lichtpflicht ist bei Regen, bei schlechten Wettersichtverhältnissen. Hey, der Marcel Umhöfer ist auch da. Auch herzlich willkommen. Also ich denke, dass da zeitentechnisch. Oh, Verbesserung Oh! auf die. Oh! Eieieiei. Auf die 3. Was wollte ich gerade nochmal sagen? Zeitentechnisch? Zeitentechnisch wird nicht mehr viel passieren. Aber der Wolfgang setzt sich hier auf die 3. Eben war noch an der Party gewesen bei uns, wo wir wissen wollten, ob sein Teamkollege fährt. Habe ich ihm viel Glück gewünscht. Naja, schauen wir mal, sagt er. Tja. Willst du noch mal probieren? Oh. Da hört man, wie viel Wasser in der Kurve steht, weil da quasi echt Stillstand herrscht. Um sich bloß nicht zu drehen. Herr Marcel Umhöfer schreibt, er kann sich ja nicht unsere Stimme entgehen lassen. Das ist wohl richtig. Ja, aber Wolfgang ist schon wieder zurückgesetzt worden auf 5. Ja, Aber Gabi Gasfuß hat da einen Sprung gemacht auf die 2. er ist noch unterwegs, der Wolfgang. Also, Oh, ups. Massmann, die Runde ist hinüber.
Ja, meine Frau fragt gerade, was habt ihr euch für ein beschissenes Wetter ausgesucht? Ja, die Verantwortlichen werden per Steckbrief gesucht. Schalt aber bitte auf den Wolfgang. Mal gucken, ob der sich verbessert. Kai Reif, eben ist mir die Frage an dich gestellt worden, ob der Daniel mit Controller fährt, euer Ersatzfahrer. Das würde uns mal interessieren. Sah so ruckhaft aus. Ja, tut er. Haben wir uns schon fast gedacht. Auch begrüßen möchte ich die Frau Ramazzotti und den Jockey 2507. Und schaltet seit Sonntag selbst. Naja. Das ist doch schon mal was. Machst du das eigentlich auch, David, oder fährst du Automatik? Ich? Ja. Ich fahre Automatik mit Controller. Das ist mir zu viel. Das ist mir Ja. zu viel gemacht. Ja. Man kann es da leicht übertreiben. Den Angelo begrüße ich auch recht herzlich. Schade, dass du heute Abend nicht mitfährst. Nee, Gabi Gasfuß, es fehlt niemand. Es gibt keinen fliegenden Start. Und Yves Ronaldo habe ich auch vergessen zu begrüßen. Jetzt gucken wir mal, was der Bosen hier gleich nochmal zieht. Ob da nochmal was drin ist. Letzte Rille. Ich kann es noch nicht sagen. Ich auch nicht. Nein, er ist auf 5 Nein. geblieben. Jawohl. Also gehen wir es mal ganz kurz durch hier, die ganze Chose. Und zwar Patrick Alex auf der 1. Gabi Gasus schied sich zum Schluss noch auf die 2 im AMG. Stefan Hein auf der 3. Patrick Maßmann auf der 4. Bosen im M8 auf der 5. Navarro auf der 6. Jürgen Weiland auf der 7. Thorsten Schober im zweiten AMG auf der 8. Maren Reif setzt sein Acura auf die 9. Und Patrick Klingen macht die Top 10 vollständig. Daraufhin folgt Andreas Adler, Martin Kuhn, Teamkollege von Hain auf der 12 und Daniel Norreich als Neueinkömmling auf der 13. Machst du lieber da, David, die Fotos oder? Ich bin gerade dabei. Ich Ah, wollte gut. nur kurz noch die Startaufstellung durchgehen. Ja, Frage an den Chat. Was denkt ihr, wer wird den ersten Lauf im Sprintrennen gewinnen? Ich mache mir auch gerade mal meine Notizen. Ja, hört man. Ja, also schwierig. Ah, doch, hier sind wir. Eins sind wir nicht. Falsche Gruppe. Na, wo ist da? Sind wir doch daheim. Und Bilder gehen raus. Denkt dran, schön leserlich abfotografieren. Ja, also ich tippe mal, dass im ersten Lauf der Wolfgang Bosen das Ding nach Hause holt. Auf zwei Position 2 setze ich T-Dog Stefan Hein. Und auf Position 3 setze ich den Patrick Adex von German Race Wars 2. So denke ich, wird das erste Rennen ausgehen. Wir werden sehen, wir werden sehen.
Oh, ich sehe gerade, der Angelo schreibt 12-Stunden-Schichten, ne? Das ist schon übel. Und wenn er gerade aus der Tür reingekommen ist, hat man keinen Bock, sich in den Sitz zu setzen und ja, dann noch dem Hobby nachzugehen. Habe ich vollstes Verständnis für. Ja, wieso bist du auf Lehrgang? Na, hättest du schön unser Rennen nächste Woche Donnerstag kommentieren können. Ja, warum ich auf Lehrgang bin, bin ich eigentlich ganz froh drum, dass es jetzt tatsächlich soweit ist. Da ich endlich mal auf meinen neuen Dienstposten dann ausgebildet werde. Und deswegen ist es ganz gut eigentlich. Einzigster, ja, manche sehen es als Vor Nachteil, ich sehe es eigentlich als Vorteil. 10 Wochen, 10 Wochen weg vom Standort, alles gut. Wo geht's hin? Nach Füssen in Bayern. Oh, Scheiße. Na, voll gut. Nicht? Und Ja. das geht dann bis zum. 17. Mai ist mein letzter Tag. Ja, geil. Und am 18. Mai sind wir bei Racing Benz Car in Bonn. Ja, richtig. Deswegen hoffe ich, dass auch alles glatt läuft. Ja. So, noch 3 Minuten, dann ist Viertel nach, dann wird das Rennen starten. Dann kommen die obligatorischen 2 Minuten. Und dann wird das Rennen bzw. die Regenschlacht beginnen. Hast du dein Stream nebenher auch laufen? Nein, habe ich nicht. Weil Thomas Singvogel fragt dann, bist du dann Gefreiter vom Schuhdienst? Ich gefreie ihm gleich mal ein ins Gesicht. Stabsfeldwebel oder sowas. Ja, genau. Nein, bin Mannschafter, bin Oberstabsgefreiter. Alles gut. Nichts Wildes. Ja, mich wollten die damals nie haben. Ja, mit deinem. Alles gut. Mit meinem Rücken, mein Freund. Ich wollte eigentlich sagen, mit deinem fetten Kadaver, Bei fetten Kadaver, ich bin nicht fett. Ich bin schlank wie die, wie heißt dieses Tier mit dem Rüssel? was? Ja, dieses graue, Ameisenbär oder was? ja genau, dieses graue Tier mit dem Rüssel. Elefant. Ja, aber ganz ehrlich, wie soll man aussehen mit 2 Meter Größe und 60 Kilo? Ja, das ist wohl wahr. So, die letzte Minute, dann geht's los. Auch begrüßen möchte ich noch das Team Hein. Das habe ich eben irgendwo gesehen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht begrüßt. Und Acha Racing Team, die ist auch wieder zugeschaltet. So, meine Uhr sagt 20:15 Uhr. Meine auch. So, hier Alle wieder die obligatorischen 2 Minuten. 13 Alle sind schon sind mal da. da. Stehender Start bei Regen. Das kann für Spannung sorgen. Wenn Sie alle bereit drücken, ja. Jawohl, war. Ersten 5 Plätze, 4 Autos. Das ist doch auch mal schön. Ansonsten echt viel Audi vertreten hier in der Liga. Ja,
Ja, die erste Minute ist rum. Noch 45 Sekunden jetzt. Dann müssen die Vorbereitungen. Oh, alle sind bereit. Früh. Na, jetzt kann es ja losgehen hier. So, oh. Gabi Gasfuß muss das Licht doch einschalten. Oh, alle kommen gut weg, so wie es aussieht. Oh, Patrick Maßmann geht weit, richtig und oh, da direkt mal Kollision mit drei Fahrzeugen. So, hier müssen wir mal weiterspringen. Währenddem oh, Wolfgang Bosen auf die 9 zurückgefallen ist, direkt mal 4 Plätze verloren. Ja, der hängt da, So, glaube ich, des mit drinne. Weiteren. Das hat der Rote kurz mit angeschoben. Marvin Reif steigt auf die 5. Direkt mal 4 Plätze gut gemacht. Stefan Hein, Gabi Gasfuß und Patrick Alex weiterhin unverändert 1, 2 und 3. Ja, Karte bitte, das will ich eigentlich gerade noch anzeigen. So, Entschuldigung, jetzt. So, jetzt. Dann Marvin Reif, Andreas Adler, Thorsten Schober. Oh, die sind da dran. Die machen Marvin Reif mal richtig Feuer unterm Hintern. Dann Gabi Gasfuß, Stefan Hein. Oh, da geht's innen über die Curbs. Egal, gucken wir Marvin Reif. Bleibt da vorne. Hintergrund eng. Aber alles gesittet. Wasser steht jetzt noch nicht viel im Hintergrund. Wo war's? Hier. Patrick Kling und oh, ja, die Linie müssen noch gefunden werden. Kling wieder an Bosen vorbei, der ihn da wohl vorbeigelassen hat. So, hier. Ja, Weiland mischelt da vorne jetzt gleich auch noch mit. Am meisten Druck momentan hat definitiv Marvin Reif. Aber erstmal stark mit seinem Acura auf der 5. Gehen wir mal nach hinten. Martin Kuhn. In der Nähe von Bosen. Bosen definitiv an Klingen dran. Nachdem er da zu Beginn in einer Kollision verwickelt war, wie es den Eindruck machte zumindest. Und Ja, gehen wir nach hinten. der ist dieser Kollision ausgewichen, wenn ich es richtig gesehen habe. So, Navarro auf 13. Hinter Norreich. Wird sich den aber schätzungsweise gleich krallen. Ja, geht da außenrum vorbei. Norreich bremst nämlich früher. Ja, der So, hat oh, auch. Kling hatte einen Abflug. Er sieht aber deformiert aus, der gute Audi. So. Weiter nach vorne. Maßmann. Kuhn. Bosen. Schober. Adler. Reif setzt sich da einen Tick ab. Ja, Holt muss jetzt im Jürgen Gegenzug muss jetzt aber auch. aufpassen, dass der Marvin Reif hier nicht noch zu nahe kommt. Richtig. Der hat ein bisschen Boden auf Weiland gut gemacht. Derzeit Hein weiter an Gasfuß dran. Während die beiden allerdings Boden auf Alex verlieren. Der eine starke Pace hier vorlegt zu Beginn des Rennens. Aber muss er machen, weil momentan doch noch nicht so viel Wasser steht, so wie es aussieht. Also muss er das für sich nutzen, Ja, ich glaube, dass um Boden gut zu machen. in Runde 6, 7, da wird es schon, obwohl hier sieht man es auch schon. Zwischendrin eine kurze Zwischenfrage. Kai Reif, würdest du dich wieder bereit erklären, die Startaufstellung für das zweite Sprintrennen hier in den Chat zu schreiben, wenn wir dir ein Foto zukommen lassen?
Das macht er nämlich, glaube ich, immer. Das ist ein ganz lieber. Siehste, mache ich. So. Dankeschön. Schober kämpft sich jetzt hier an Adler ran. Wenn wir schon mal dabei sind, gucken wir uns das Ganze mal aus der Sicht hier an. Und so, und jetzt kann man hier schon erkennen, oh, Adler geht weit. Nutzt aber den Schwung jetzt aus der Kurve raus. Also Sichtbedingungen, wir nennen sie mal miserabel. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Thorsten Schober einen Bug hat oder ob der ohne Scheibenwischer fährt. Ja, der muss ja nicht Innenansicht fahren, also er kann ja auch Verfolger fahren oder Dachkamera. Ah, stimmt, guter Einwand. Ich bin noch im Cockpit-Modus. So, jetzt müssen wir ja mal wieder hier hin, weil die holen hier alle auf Reif und Weiland auf. Das wird jetzt hier langsam zum Vierkampf. Weil das ist das Schöne jetzt, was du jetzt siehst, dass die Fahrer im Cockpit fahren, dann haben sie wie einen Scheibenwischer an. Das ist wie der Marvin Reif, denke ich, würde im Cockpit fahren und der Andreas Adler auch. Ja, das ist allerdings richtig. Oh, 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 Weiland geht da vorne. So, jetzt macht Adler hier, glaube ich, bald ernst und sagt sich da, ich will da vorbei. An dieser Stelle würde ich es jetzt nicht unbedingt probieren. Nee. Ich glaube, hier in diesem Wetterverhältnis kannst du das Auto so hochschrauben wie möglich. Ich habe aber gehört, dass es dann trotzdem nichts mehr bringt. So, in der Kurve hier ist Anstehen angesagt. So, jetzt gucken wir gleich mal, was hier Thorsten Schober macht. Und da geht Adler wieder weit. Verliert da so ein bisschen Grip an der Vorderachse und rutscht da über die Vorderachse weg. Also gischtmäßig haben wir hier auf jeden Fall volles Programm. Na, Reif kriegt langsam Probleme da vorne. Der kriegt hier langsam richtig Druck. Oder wird's eng? Ja, der Thorsten Schober macht dem Andreas Adler dann natürlich auch Druck. Ja, natürlich. Könnte der lachende Dritte sein oder der lachende Vierte ganz hinten, der Wolfgang Bosen, der hängt ja auch schon wieder. Ja, da schließt er langsam auch wieder auf. Oh, das ist. Jetzt einen kleinen Fehler, dann kann es ja auch mal ganz schnell zu einem Unfall kommen. So, jetzt wieder die Schikane. Ja, da bremsen die alle quasi auf Gleis an. Oh, Reif geht da ganz komische Linie. Ja, Schober kommt aber auch nicht so ran, dass er angreifen kann, ne? Oh, Adler schiebt sich da rein mit Ellenbogen ausgefahren. Ah, das weiß ich, die feine Englische. Hätte ich in der Kurve nicht gemacht. Nein, aber ich glaube, er hat sich zu sehr auf Thorsten Schober konzentriert, der da hinter ihm da auch im Angriff war. Natürlich war die Kollision zu vermeiden, aber hat er so gewählt. Wem wir auch mal erwähnen müssen, ist Martin Kuhn, der ziemlich weit hinten gestartet ist, soweit ich weiß, richtig? Ja, und ist auf der 9. Schon auf der 9 oder? Ja, auf der 9. Jetzt habe ich mich vertan. Das war ja Marvin und ja, war mein Fehler. Ja, Martin Kuhn hat nur zwei Plätze gut gemacht, von der 11 auf die 9. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Thorsten Schober auf Jürgen Weiland aufholen kann. Bosen im Hintergrund auch ganz dicht dran jetzt an Adler. Also in der letzten Runde war Jürgen Weiland 6 Zehntel schneller wie Thorsten Schober, aber da war der Thorsten ja noch hinter dem Marvin und dem Andreas. Oh, Bosen, oh, knapp. Oh, das gibt, glaube ich, eine Cut-Strafe für Adler. War doch sehr übers Kiesbett. Ja, aber die sind ja ziemlich gelockert jetzt bei dem Wetter.
Ah, okay. Oh, Adler auf dem Gras, da kann ich richtig beschleunigen. Bosen schon daneben. Oh, zieht zurück. Wilder innen rein. Oh, Adler, oh, beide weit. Und Adler Und dreht Adler sich. dreht sich. So, da geht noch direkt Martin Kuhn vorbei. Navarro kommt auch schon. Reicht aber nicht. So. Martin Kuhn langsam an Bosen dran. Müssen wir gleich mal gucken. Was der Schober hier macht. Ja, er ist jetzt Oh. zweieinhalb Zehntel schneller wie der Jürgen Weiland. Ja, genau, jetzt sehe ich es auch. Und in der Zeit Navarro. Kann er da an Adler dranbleiben? Ja. Teamkollegen untereinander. Dann springen wir mal ganz kurz durchs Feld durch hier. Und zwar Alex auf der 1. Der letzten Umlauf ein bisschen langsamer als Gabi Gasfuß. So, Gabi Gasfuß in der Zeit auf der 2. Dicht dahinter Hein im Ferrari. Dann kommt Jürgen Weiland und Thorsten Schober auf 4 und 5. Marvin Reifenmakura weiterhin auf der 6. Hat jetzt auch nach hinten Ruhe, da Adler weg ist und nicht mehr den Druck ausübt auf ihn. Also kann er ganz entspannt sein Tempo machen und sein Rennen runterfahren. Muss. Oh ja, schön. Hier ist irgendwas. Stefan Hein wurde, glaube ich, getrennt und hat mich mitgezogen. Und mich, ich bin auch raus. Oh, schön. So. Das sieht so aus wie Verbindungsprobleme. Da gebe ich dir. Dann heißt wohl neue Lobby. Ja, wäre ja schön, wenn wir jetzt noch wüssten, wie viele Minuten waren wir denn gefahren? Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich dir leider absolut nichts dazu sagen. Also beim Team Hein war wohl das Internet weg. 15 Minuten, schreibt die Rennleitung, sind gefahren gewesen. Also haben wir noch 20 Minuten zu fahren. Stellen wir 20 Minuten ein. Sonst bleibt ja eigentlich alles gleich. Dann, liebe Rennleitung, gibt es dann einen fliegenden Start, richtig? Dass sich alle, ja klar, sich alle einreihen können. Dann bräuchte man nur mal eine Momentaufnahme vom Rennen. Damit auch jeder weiß, wo er gestartet oder wo er stand. Möchtest du fortfahren? Ja, ich möchte fortfahren. Ja, Momentaufnahme. Also das ist auch das erste Mal, seitdem ich Rennen streame bzw. übertrage. Dass sowas passiert Hast du den ist. Stream am Laufen? Ich habe den Stream am Laufen, ja.
Kannst du dann Ticken zurückspulen? Ich glaube, das geht bei Twitch nicht, wenn ich mich nicht alles täusche, oder? Weil wenn nicht, haben wir definitiv ein Problem. Ronaldo schreibt auch gerade, wird ja jeder wissen, welche Position er hatte. Das stimmt. Da müssen wir einfach auf das Vertrauen der Fahrer setzen. Also wir wissen ja, dass 1 Patrick Alex war, Platz 2 Gabi Gasfuß, Gasfuß. Platz 3 Stefan Hain, Platz Hein. 4 Weiland, Mailand. Platz 5 Drei. war Nein. Schober. Schober, genau. Dann kam Reif. Genau. Kai Reif hat schon Uiuiui. Jetzt geschrieben. Dann muss kam man Reif, kurz. danach kam Wolfgang Bosen. Ja, genau. Moment. Und hinter Bosen. So, jetzt geht's los. Hinter Bosen war Kuhn. Dann Genau. kam Adler. Richtig. Dann kam sein Teamkollege nee. Ja, Ja, also Kuhnfrau, genau. sag mal, Cavaco. könnte es sein. Also ich spreche auch mal an alle Spotter, die jetzt mit ihren Teams zusammen sind. Gut, der Gabi Gasfuß fragt gerade, können wir einen Single-File starten? Frage an die Rennleitung. Nein, Doppelfall. Also an Gabi Gasfuß, die Rennleitung sagt, es wird im Doppelfall gestartet. Genau, habe ich auch gerade die Meldung bekommen. In der Zeit fehlen noch zwei Fahrer. Stefan Hein ist wieder da. Patrick Maßmann schreibt, ich kann nicht beitreten. Dann schickt dem Patrick Maßmann nochmal eine Einladung, bitte. Kommt sofort, Moment. Kurz finden hier. Hier. Lade mich noch mal raus. Wäre ja schön, wenn wir einen Fahrer gehabt hätten, der bei YouTube selber gestreamt hat. Dann hättest du das sehen können. Das ist halt der Vorteil. Bei YouTube kannst du halt zurückspulen. Gut. Patrick Maßmann, ich nehme es hier an, aber komm nicht rein. Okay. Also wie gesagt, ich habe gerade noch mal eine Einladung geschickt. Patrick, ist das mit der zweiten Einladung, funktioniert das auch nicht, oder? Also Patrick Maßmann kommt nicht in die Lobby. Das heißt, wir kicken die Lobby und machen eine neue. Okay. Na, dann ist das so.
Wieder das Thema, ja, irgendwas ist immer. Schon mal Entschuldigung an die Zuschauer. Ja, es Ja, ist das passiert sowas. mal wieder in der Hand einer höheren Macht. Raus wie immer. Und Dich hat man gerade nicht gehört. hoffen wir. Okay. Also wir versuchen auf jeden Fall die Zeit so gering wie möglich zu halten, um euch wieder Racing zeigen zu können. So, jetzt machen wir es mal so. Ich schicke, macht man zuerst eine Einladung. So, wir haben die Startaufstellung. Patrick Alex auf 1, Gabi Gasfuß auf 2, dann Stefan Hein auf der 3, Jürgen Weiland auf der 4, Thorsten Schober auf der 5, Marvin Reif auf der 6, Wolfgang Bosen auf der 7. Martin Kuhn auf der 8, dann kommt Andreas Adler auf der 9, dann kommt Thomas Navarro auf der 10, dann ist das Problem die beiden Patricks, die da hinten waren, Patrick Massmann und Patrick, welcher andere ist das? Klingen, richtig? Ja. Das Licht hier anmachen. Die müssen schauen, wer auf 11 und 12 war. Und dann haben wir noch den Daniel No Reich. Reich. Norreich. Ich hoffe, du hast die Zeit runtergestellt vom Rennen. Auf 20 Minuten. Sehr gut. Sind denn jetzt alle da? Ja. Also nochmal an die Fahrer. Einführungsrunde sortieren, Doppelfall und Patrick Alex gibt das Rennen frei. So, Martin Kuhn hat sein Fahrzeug, Patrick Massmann hat sein Fahrzeug. Die haben alle einen grünen Daumen. Dann können wir starten, oder? Sind alle da? Oh, jawohl. Tja, Projektleitung schreibt auch gerade. Doppeltrennung der Moderatoren gab es, glaube ich, auch noch nie. Nee. Also ich bin, das ist meine erste Trennung gewesen, seitdem ich moderiere. Hatte ich vorher noch nie gehabt. Und dann hatte ich eine Trennung als Fahrer, das war in der KOTR gewesen. Da hat mich damals der Kevin Fülling mit rausgezogen, meine ich. Das ist auch so eine Sache, ne? Da fliegt einer und zieht Leute mit raus. Das ist so, also programmierungstechnisch was ganz Schönes. Ja, ich finde es halt schade, dass die ja, Update-Geschichte oder so an Nagel gehängt worden ist durch die dritte Version, ja, die halt kommen soll. Also es wird ein neues Update sein, die sich Teil 3 nennen wird. So, jetzt wieder das gleiche wie vorher. Ja. 2 Minuten und dann geht es in die fliegende Runde, also in die Einführungsrunde, meine ich, Entschuldigung. Und dann wird Patrick Alex
das Rennen freigeben. Dies kann er freigeben von der letzten Starterbox bis zur Startziellinie. Da dazwischen darf er das Tempo oder beziehungsweise das Rennen dann freigeben, wenn er es für richtig hält. Wenn er zu lange wartet, in dem Fall über die Start- und Ziellinie hinausfährt und dann noch nicht Gas gegeben hat, dürfen die anderen Gas geben und somit verliert er Plätze. Aber das weiß jeder, beziehungsweise weiß jeder Bescheid. Und Genau. deshalb. Kai Reif schreibt auch gerade, also wir müssen ja nicht auf der Höchstgeschwindigkeit pochen in der Einführungsrunde. Leute, ihr wisst, es ist nass, es sind 14 da. Nehmt Rücksicht aufeinander. Alle sind bereit. Jetzt bloß keine Verstarts machen. Das sieht gut aus. Alle fahren los. Jetzt kurzes Sortieren auf die verschiedenen Startpositionen. Hein- und Gasfuß sind schon mal vorne. Der Gasfuß ein. Jetzt fehlt dann nur noch ein Audi da davor. So, ich muss mal hier kurz noch das einblenden. So, da fehlt der. Da kommt er langsam. Patrick Alex fliegt sich da gerade durchs Feld durch. Schön gesittet. Alles sehr vorausschauend. Oh ja. So. Patrick Alex vorn, Gasfuß, Hein, Weiland, Schober, Reif, Bosen, Manu. Okay, also Bosen, Kuhn, Adler, Navarro, Massmann, Kling und Norreich. Somit sind die richtigen Positionen eingenommen und wir warten auf den letzten Sektor, das Double File. Das ist halt auch, wie man gerade gesehen hat, Patrick Alex musste sich aufs Feld kämpfen. Ja, es könnte bessere Platz gemacht werden. Gerade jetzt, die Simulation weiß ja nicht, dass es eine Einführungsrunde ist. Und wenn der Patrick dann herkommt und cuttet dann irgendwo, weil er vorbei möchte, kann er schon eine Strafe kassieren. Ja, aber wenn man kartet, das ist ja erstmal eine gewisse Straf, also es gibt ja eine gewisse Zeit, in der man die Strafe zurückgeben muss. Und da man in der Einführungsrunde ist, ist es eigentlich unmöglich, eine Strafe zu kassieren, meiner Meinung nach. Im Brands Hatch zum Beispiel war es anders Ja gut, gewesen. da war die Strecke, da war ja die Strecke verbuggt. So, Ja. jetzt, wir haben Double File. Ich möchte mal nach Position hier nach da. und hier. Mal kurz von hinten anschauen hier, das Ganze. Sieht ziemlich sehr schön aus. So. Falsche Taste. So, Rennen freigegeben. Macht er natürlich früh. Und geschickt. So, guck mal hier mal. Da hinten. So, die ersten drei Plätze bleiben schon mal vorhanden. Weiland auf der 4. Oh. Marvin Reif geht weit in der ersten Kurve, verliert so viel Plätze. Wo ist er? Auf der 12. Oh, ist das bitter. Auch Patrick Alex ist zurückgefallen auf die Position 6. Gabi Gasfuß hat die Führung übernommen. Puh, so, jetzt Gasfuß. So. Auf der 1. Hein 2. Weiland 3. Thorsten Schober auf der 4. Oh, hier ist jetzt richtig Action. Bosen. Patrick Alex auf der 6. So. Ah, wohin, wohin, wohin? Kuhn 7, Adler 8, Navarro 9, Massmann und Kling 10 und 11. Und Reif zurück auf die 13. Ich spring nach vorne. Oh Oh, nein, Jürgen Weiland dreht sich.
Ja, genau, Weiland dreht sich da in der Schikane. So, jetzt müssen wir hier mal kurz Patrick Alex schon wieder auf die 5. Da im Hintergrund. Kuhn und oh, Berührung. Berührung, Berührung, Berührung. Uiuiuiui. Andreas Adler schiebt da ein bisschen mit an. Oh, ja, ja. Viel, viel, viel. Es gab ein paar große Verlierer jetzt durch den Neustart. Richtig, Ja. richtig, richtig fies. Marvin Reif auf die 12. Dann Patrick Alex deutlich zurückgefallen. Beziehungsweise wieder schon auf der 4. Kann der letzte Mal richtig fliegen wieder. So, Adler und Navarro. Jagen Martin Kuhn. Oh, Adler geht da in den Dreck. So, damit geht Navarro vorbei. Und Klingen, nee, Massmann, klopft auch schon an und signalisiert hier, ich bin auch da. Was ich gerade gesehen habe, wenn ich auch unbedingt begrüßen muss, auch wenn ich dir ins Wort falle jetzt. Merlins Mama hat wieder zugeschaltet. Hallo Annette. Schön, dich hier zu sehen. Ja, sehr treue Zuschauerin. Ja. So, Die könntest du auch fragen. Die kommt von der See. Die kennt sich aus mit Husten. Was da am besten hilft. eigentlich komme ich ganz gut klar. Meine ganzen Nebenhöhlen waren zu. Das tat gestern Morgen mal richtig weh. Da dachte ich wirklich, so, jetzt ist alles zu spät. Aber jetzt mittlerweile geht es wieder echt gut. So, jetzt gucken wir mal hier. Martin Kuhn unter Druck von Navarro. Der will da vorbei. Allerdings ist reinbremsen bei solchen Bedingungen hier echt nicht einfach. Vorne alles in gesitteter Manier. Gabi Gasfuß, Hein, Thorsten, Schober. Schober, Patrick Alex, Wolfgang Bosen und jetzt hier momentan Martin Kuhn unter Druck von Thomas Navarro. Oh, Kuhn geht da ein bisschen quer. Am Hintergrund auch eng. Ja, der Jürgen leider zurückgefallen bis auf Position 11. Ich hätte ihm das mal gegönnt, Ja. dass er aufs Treppchen kommt. Oh, Oh, da steht schon wieder einer. Patrick Und Alex. zwar pa Patrick Alex. Oh, hier. Hat sich da gedreht. Oh, das ist gar nicht sein zweiter Teil des Rennens. Oh je, oh je, oh je. Oh, hat er schweren Schaden, wie es aussieht. Aufhängungsmäßig. Sieht nicht so aus, als wäre eingeschlagen. Aber kann mich Ja, irren. wenn der Patrick Alex einen Spotter hat, bitte das Licht anmachen. Oh, ja, das ist nicht da gedreht. Jetzt noch Patrick Klingt. Kling. Und nimmt da erstmal noch das Schild mit. So. Eieiei. Zweiter Teil. Echt nicht gut gerade. So, Navarro. Weiter an Kuhn dran. Währenddem hier natürlich durch den Dreher von Patrick Alex jetzt alle ein bisschen Boden gut gemacht haben an Plätze. Was hat mein Streamer so zu lachen? Ich habe gerade im Chat gelesen, da gibt es hier Tipps für dich. Frau Team Hein schreibt, du sollst die Zwiebel halbieren und ans Bett stellen. Stinkt zwar wie eine Dönerbude, aber hilft.
Ja, die zwei vorne, Gabi Gartfuß und Stefan Hein, legen natürlich hier im Regen mit einer 1,36,5, 1,36,9 schon mal eine Mordszeit hin. Der nächste, das ist der Thorsten Schober, eine Sekunde langsamer, und dann kommt Wolfgang Bosen, der auch eine gute anderthalb Sekunden langsamer ist. Oh, So, Jürgen Jürgen Weiland Weiland dreht sich dreht schon sich auf. wieder. Marvin Reif, Kling an Patrick Alex dran. So, Patrick Alex, Andreas Adler, was mein Navarro weiter an Hein, an Hein, sei schon an Martin Kuhn dran. Hält da aber gut mit. Bosen weiter auf der 4 mit schon fast 11 Sekunden Rückstand. Und noch knapp 10 Minuten zu fahren jetzt mittlerweile. Also hier momentan das spannendste Duell, sage ich jetzt mal. Oh, jetzt geht Kuhn richtig weit. Oh, das kann er nutzen. Oh, da geht er vorbei. Navarro an Kuhn vorbei, weil hat er sich in der Schikane aber mächtig vertan. So, jetzt nicht drin hier auf der Pfütze. Und somit Navarro auf die 5. Gucken wir mal, ob er sich absetzen kann oder ob Kuhn dran bleibt. Da kommt natürlich echt Unmengen an Wasser vom Himmel. Markus Groß schreibt, die Lobby wohl total anders als zuvor. Ja, das liegt aber, wie wir mittlerweile ja wissen, nicht an dem, der streamt, sondern das liegt ja nun daran, ja, wenn der Marco Erdmann hier wäre, der könnte das erklären. Das liegt ja an diesen Verhältnissen an Fahrern jetzt, die da reingekommen sind, in welcher Reihenfolge und. Das ist ja das, was alle beanstanden. Oh, Bosen hat einen Fehler vorne im Vordergrund. Navarro deutlich aufgeholt. Springen wir mal kurz nach hinten. Massmann. Naja, alle Schwierigkeiten in dieser Kurve. Na. Ja, ich bin müde, tatsächlich. Geht aber bei dem Thomas Navarro in die Cockpitsicht, dass wir da mal eine Runde mitfahren. Können wir gerne machen, und zwar so. Oh, Bosen. Bisschen weite Linie. Verliert das Schwung. Navarro noch dichter dran jetzt. Oh, da macht es aber gut, der Bosen. Nimmt da Ja. schön Schwung mit. Auch wenn ich mich heute in einer Woche so halten kann, dann bin ich zufrieden. So, Schikane. Na, war auch gut. Oh, stark.
Eieiei, kommt doch richtig gut durch. So, jetzt kommt hier der Baggersee. Macht aber stark, geht da stark vorbei. Auf die 4. Wo sind ganz, ganz, ganz große Probleme, wo man wieder zurückfällt. Der kam schlecht aus der Kurve raus, aus dem See. Ja. Ja, das hat man in der Onboard, sieht man das ganz, ganz krass, wenn die auf die Kurve zufahren, wie da in der Mitte des Wassers steht, das ist ja echt abartig. Aber man kann auch erkennen, dass Martin Kuhn das Tempo nicht mitgehen kann. Abbrechen. Jetzt wollte ich schon aus Versehen die Lobby verlassen, weil ich falsche Knöpfe gedrückt Da, 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 da. Deswegen lege ich meinen habe. Controller immer schön beiseite. Ja, du, ich muss hier aber rumschalten. Ja, das hatten wir jetzt in der Moderationsgruppe. Welcher Job ist beim Streamen der bessere? Meiner. Ja, das ist für die Leute, die nicht so viel können. Warum streamst du nicht, du Vogel? Weil ich viel kann. So, hier Audi 3 Kampf. Flügel zerstören vom AMG vielleicht. Hey, 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 hey. Ich kann nichts für mangelnden Grip an der Hinterachse. So, Der hier. Piet Dillmann schreibt, der BMW ist im Regen die Hölle. Das heißt, oh, Oh. was machen die zwei denn hier? Adler geht da weit. Alex kann es nicht nutzen. Aber eventuell. Ne, mach's mal, war das? Alex ist ja hinter dran noch. Also hier ist Baggersee par excellence. Oh, Alex geht an Massmann vorbei. Ich dachte eigentlich immer, dass der Umi auf meiner Seite wäre, aber schießt er einem ins Knie, ey. Ja, siehst du, ist doch auf meiner Seite. Er schrieb, ein guter Konter, David. Und der zweite Satz ist gewesen, Stefan, das war ein K.O.-Schlag. So, hier ist richtiges Audi-Quartett. Guck mal, zwischen dem Thomas Navarro und zwischen dem Wolfgang Bosen, da wird's Thomas Navarro und Wolfgang vier und Bosen. fünf. Ich habe gerade in der Gruppe gelesen, in der Mod-Gruppe hier. Zwiebel am Bett, da kannst du dich in den Mal schlaf weinen. Oh, herrlich. Es sind alle bei dir. Naja. Dann heißt das ja für mich, dass du die nächsten 10 Wochen gar nicht an meiner Seite stehen kannst. Das ist so absolut korrekt. Ah, Scheiße, ey. Es ist eine traurige, aber bittere Wahrheit. Ja, auch der Eintracht-Fan Frank Paulsen hat zugeschaltet. Servus. Was, Braunschweig? Nee, Eintracht Frankfurt. Die haben doch heute Abend gegen Inter Mailand gespielt. Im Europapokal. Ja, und? Ich glaube, 0-0 ist es ausgegangen. Oh, das ist aber schwach. Und gegen Inter Mailand habe ich eigentlich gesagt, sie fliegen raus. Deswegen sage ich ja schwach. So, gehen wir mal wieder hier zu Alex. Wenn neben vorne gibt es nicht sonderlich viel zu sehen. Gasfuß, Hein, Schober, alle weiter unverändert auf den ersten drei Positionen. Dann Aber Navarro vor. Gasfuß muss ich immer unterbrechen. Gasfuß ist 6 Zehntel in der Runde, in den letzten Runden auf jeden Fall langsamer gewesen als Hain und Schober.
Ja, da muss mal ein Fehler gewesen sein. Aber Achten wir es mal drauf. ist die letzte Minute angebrochen. Guck mal, wo Gabi Gasfuß ist. Das Ich müsste gucke. eigentlich die letzte Runde sein, ja. Es ist auf jeden Fall die letzte, ja. Dann gehört die der Aber wieder Gabi. deutlich langsamer gewesen. Wird Gabi doch noch über die Runde kriegen? Und dann muss ich tatsächlich auch mal kurz die Pause für mich nutzen, die dann kommen wird. Hey, einen Tipp habe ich richtig. Stefan Hein habe ich auf zwei getippt. Bingo. Wir sind alles so stolz auf dich. Ich weiß. Also, Schikane. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz in die Onboard. Und dann gucken wir uns mal den Baggersee an, der jetzt dann in der Hanabe hier steht. Den sieht man von hier aus schon, was da steht. Also hier ist ja komplett Land unter. So. Jetzt kommt dann gleich die letzte Kurve. Und dann möge Gasfuß gewinnen. Sofern. Doch. Somit baut die Scuderia Fuguhila mit Platz 1 für Gasfuß und Platz 3 für Schober wieder mächtig ihren Vorsprung auf Platz 1 aus. Ja, absolut richtig. Wieder richtig gute Punkte für die Meisterschaft abgeräumt. So, Bosen auf der 5 eingekommen, Kuhn auf der 6. Patrick Alex rettet sich noch irgendwie auf die 7. Keine schöne Startposition fürs zweiten, für den zweiten Lauf. Nee, mittendrin statt nur dabei. So, Adler, Massmann, Marvin Reif, Bitter auf der 10, Ja. Kling, Weiland. Auch leider auf der 12. Aber er startet jetzt zum zweiten Lauf. Von zwei. Und lieber Kai Reif, wenn du in der Party bei deinen Fahrern bist, erklär dem Daniel doch auch bitte nochmal den Startablauf, weil er ja neu ist. So, hier kurze Info von der Rennleitung. Die sagt, wir machen um 21:12 Uhr weiter. Das sind von jetzt aus gesehen 8 Minuten. Und dann geht's in das Training. Aber so, dass jeder Bescheid weiß und alle Spotter die Infos an ihre Fahrer weitergeben können und so weiter. So, jetzt muss ich hier Also, kurz Bilder machen. wenn du die Bilder gemacht hast, kann ich ja die Lobby kicken. Und um Genau. 21:12 Uhr starten wir das Training, oder? Na, soweit ich weiß, kommt ja noch ein Training. Ja, genau. 10 Minuten Training haben wir ja noch. Was ich auch irgendwie ein bisschen überflüssig finde. Aber okay. So, Bilder sind gemacht. Gut, Knut, dann werde ich mal meinem Job nachgehen. Ich muss auch mal was tun. Gut, Kai, wenn ihr das gestern geübt habt, ist das okay. Dann kannst du ja die Startaufstellung. So, in der Zeit werde ich dich jetzt mal ganz kurz verlassen, denn auch ich muss mal auf die Toilette. Tue dies. Bis Du gleich. hättest es ja auch machen können, nachdem du die Fahrer eingeladen hast. Naja, gut, dann bin ich halt alleine jetzt hier. Aber wir vertragen uns ja. Dann gucken wir mal alles durch. Zack, zack. So.
So, da bin ich wieder. Genau das. Hast du einen Schal um den Mund oder so oder um die Ohren, weil das raschelt, was ja unwahrscheinlich immer. Ja, weil ich gerade, ich habe da kein richtiges Headset hier, sondern nur so ein Handy-Headset. Oha. Und wenn ich mich da noch am Bewegen bin und so, dann kann das durchaus irgendwo noch reiben oder übers Kabel so übertragen Der werden. Frank Paulsen beschwert sich nämlich schon. Welcher Mod rappelt denn da so? Der soll mal einen Ball flach halten. Wenn dem Herr Paulsen, ja, was nicht passt, dem Kumpel hier, dann kann er gern sich mal mit in die Moderatoren kommen, Moderatoren, Kommentatorenbox setzen und dann gucken wir mal, ob er dann immer noch am Meckern ist. Ne? Und schon ist Ruhe im Karton. Ja, Kai Ralf, du hast schon geschrieben, danke Daniel, hat da schon einer bestätigt, dass das richtig ist? Nein. Also die Startaufstellung für den zweiten Sprint ist richtig. Wir starten in 2 Minuten das Training. Korrekt. Dann gebe ich die Startaufstellung nochmal durch. Auf 1 ist Noraisch, auf Platz 2 der Jürgen Weiland, auf Platz 3 der Patrick Klingen, auf Platz 4 der Marvin Reif, Platz 5 Patrick Mastmann, Platz 6 Andreas Adler, auf Platz 7 Patrick Alex, auf Platz 8 Martin Kuhn, auf Platz 9 Wolfgang Bosen, Platz 10 Thomas Navarro, Platz 11 Thorsten Schober, auf Platz 12 Stefan Hein und auf Platz 13 Gabi Gasfuß, Entschuldigung. Ja, lieber Patrick Alex, das ist leider schade, dass 1 und 4 kaputt gemacht worden ist. Aber ja, sowas passiert. Das kann man halt nicht ändern. Und dass die Lobby rutschiger war, können wir leider auch nichts für. Ist halt so. Aber dafür wird es jetzt im zweiten Rennen aufs Podest fahren. Pass mal auf. So, wir haben 12 nach. Wir starten. David, Ja, bitte. das raschelt alles noch bei dir. Unmöglich, das war eben gerade nicht so. Macht doch gar nichts.
So, jetzt noch mal 10 Minuten Training als Warm-up. Und da können die Fahrer noch mal kleine Einstellungen vornehmen und so weiter, um für das zweite Rennen Geh mal auf vielleicht ein. Position 5. Einer ist ja draußen. Ja, warte doch mal. Jetzt. Also hier kann man schon erkennen, die Kiste ist deutlich weniger. Und ich gehe davon aus, dass jetzt die Zeiten auch Ticken tiefer sein werden. Allein der Kurve geht schon mal ein ganz anderes Tempo. Jetzt gucken wir mal, was als erste Zeit hier rauskommen wird bei Massmann. Sogar leichte Sonnenstrahlen in gewissen Teilen. Also allein schon vom Klang her geht eine ganze Ecke mehr. Aber richtige Klarheit wird dann die Zeit geben. So, jetzt geht's auf die Schikane zu. So, jetzt kommt die letzte Kurve und dann kommt die erste Zeit. Da werden wir mal schauen, wo die Zeit denn schlussendlich stehen bleiben wird. Und ja, direkt mal knapp 3 Sekunden schneller. 1:32.340. Schon mal eine ganz andere Welt. Ja, die werden eben kein Gas gegeben haben. Gehen wir mal auf die Gabi Gasfuß. Oh, weit raus. Die Zeit ist hinüber. Ja, aber ich kann froh sein, dass er nicht gebremst hat, weil der Opa hat schon einmal gesagt, nie auf dem Grünen bremsen.
32,1 noch mal verbessert. Da ist der Reif hinten mal ganz geschmeidig abgebogen. Und zwar in Richtung Boxenmauer. Das war nämlich gerade mal Frontverformung vom Allerfeinsten. So, noch 4 Minuten Training. Dann geht's ins nächste Rennen. Auch auf Abwägen unterwegs. Ja, denen ist zu wenig Wasser auf der Strecke, den Jungs. Ja, zu viel Grip, ne? Ja. Ja, sein Bruder Kai schreibt gerade, dass Marvin versucht hat, die Boxeneinfahrt zu üben. Also, die letzten 15 Sekunden im Training.
So, dann haben wir dann 2 Minuten Pause, richtig? Keine Ahnung, möglich. Ja. Also geht es um 21:25 weiter mit dem zweiten Lauf. Die Sekunden zähle ich jetzt schon mit, ist ja keiner mehr auf der Strecke. Ja, liebe Zuschauer, was denkt ihr, wer wird den zweiten Lauf für sich entscheiden? Also ich gehe mal davon aus, oder ich setze mal im zweiten, Patrick Wudi schreibt Weiland auf 1, Massmann auf 2 und Hain auf 3. Ja, lieber Patrick, Angelo Ramazzotti schreibt Thomas, wen haben wir denn hier als Thomas? Thomas Navarro auf 1, Stefan Hain auf 2 und Wolfgang Bosen auf 3, Oliver Rast. Patrick Alex 1, Stefan Hein auf 2 und Gasfuß auf 3. Ich setze mal was ganz Verrücktes. Ich sage, Gasfuß kommt wieder von hinten nach vorne auf die 1. Dann kommt der Andreas Adler, der hat eben eine gute Figur gemacht. Der startet jetzt von 4. Ja, der wird jetzt auf die 2 kommen und Jürgen Weiland, ich würde es ihm richtig wünschen, wird auf die 3 kommen. Das ist mein Tipp. 26. Nach 26. Ach so. Ja. Sag doch die Zeit. So, dann starten wir. Bitte. Wir hoffen, dass diesmal alles strack geht. Danke auch an meine liebe Frau, die versorgt mich in der Pause immer mit einem schönen Glas Coca-Cola mit Eiswürfeln. Macht das dein Zimmerkamerad auch, dich mit Getränken versorgen oder musst du das allein machen? Nee, die liegen im Bett und schlafen. Die liegen jetzt neben dir im Bett im Schlafen, wo du moderierst. Ja. Dann war das gar nicht dein Mikro gewesen, was gerade so Geräusche gemacht hat, sondern deine Zimmerkollegen, die geschnarcht haben. Nee, die schneiden zum Glück nicht, beziehungsweise nur ganz, ganz selten. Deswegen willst du mit mir auch kein Doppelzimmer haben in Köln. Ey. Nee. Muss ich, glaube ich, töten. Ich habe kein Problem damit, mehr auf dem Übungsplatz sind, mit 20 Mann auf einer Stube zu schlafen. Gar kein Thema. Wenn einer schnarcht, kriege ich einen Anfall. Echt? Ja, kann ich nicht schlafen, werde ich so aggressiv. Oliver Rast schreibt gerade, das ist kein Zimmer. Ein Zimmer gibt's im Puff. Das heißt Ja, Stube. wie du sagst. Also Stubenkollege. So, noch 20 Sekunden. Dann. Ja, oder jetzt. Alle Licht an. Oh. Patrick Alex, das könnte schon eine Durchfahrtsstrafe geben, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, keine Strafe angezeigt. Ne? Ja. Patrick, wieso darfst du nicht mehr ins Schlafzimmer wegen dem Rum? So, jetzt schauen wir mal. Eins, der Daniel. Springen wir hin auf die Eins. Das ist er. Auf der 2 ist der Jürgen, das stimmt auch.
Auf der 3 David. Genau, danke. Der Klingen. Auf 4 der. Das stimmt noch nicht. Jetzt stimmt's, Marvin Reif. 5 ist Patrick Maßmann. 6 der Andreas Adler. 7 der Patrick Alex. Auf der 8 müsste Martin Kuhn kommen. So. 9 Wolfgang Bosen. 10 Thomas Navarro. 11 Thorsten Schober. 12 Stefan Hein. Und das Schlusslicht bildet Gabi Gasfuß. Alles perfekt. Einen Zuschauer vermisse ich heute Abend, unseren lieben Patrick Merli. Wir gehen mal auf Position 8. Sprichst du nicht mehr mit mir? Doch, doch. Ja, der Daniel hat das sehr gut hingekriegt, muss man auch mal löblich erwähnen. Leicht Problem in der ersten Kurve. So, Jürgen Weiland direkt vorbei. So, dahinter ist hier das große Audi-Rennen hier quasi. Oh. Marvin Reif an seinem Teamkollegen vorbei. Oh! Ja, schön. Da gab es mal richtig schönen Abflug. Und zwar, wer war's? Martin Martin Kuhn. Kuhn hat da richtig böse eine mitbekommen, als der Daniel zurück auf die Strecke kam. Oh, im Hintergrund dreht sich Patrick Maßmann weg. Er steht links im Bild da irgendwo. Aber war nicht Sieht der man Ant gerade nicht. Da ist er. Wird gerade im Chat drauf geschrieben, wieder Adler zweimal, dass der da mit dem Geschehen mit drin war. Ich meine, ich hätte das auch mit einem Auge gesehen. So. Marvin Reif auf der 2. Adler auf der 3. Ich glaube nicht, dass er da mit involviert war, weil der war. Ja, wohl. Weiß ich jetzt nicht so. Ja? Egal, weiter geht's. So im Hintergrund. Bosen, dicht gefolgt von Schober. Der schon richtig gut vorwärts gekommen ist. Patrick Alex im Hintergrund, also dahinter. Oh, was ist hier los? Okay. So, ja. Somit geht Thorsten Schober auf die 4, auf die 5, Entschuldigung. Und hat schon richtig Plätze gut gemacht jetzt mittlerweile. Während dem Gabi Gasfuß auf der 10 hängt. Navarro davor, Hein auf der 8. Und der jetzt auf Jagd geht nach Patrick Alex. Auch begrüßen möchte ich noch unseren Moderationschef Merlin, dem gleich aufgefallen ist, dass du verrotzt bist. Ja, jetzt kann man sicherlich an meiner Stimme erkennen. Zwischen Wolfgang und Duk Duk Duk.
Patrick, wird's eng. Ich sehe mal da vorne. Hier ist überall eng. Während dem Schober schon langsam auf Patrick Klingen aufhört. Patrick Speedy schreibt, das knallt gleich wieder im Chat bei uns. Der Jürgen Weiland führt das zweite Sprintrennen an. Mit sogar einer Sekunde Vorsprung. Ja, bis jetzt kann Marvin Reif doch ganz gut mithalten. Ja, aber der Jürgen baut seinen Vorsprung gut aus. Der ist ja eine Sekunde schneller als der Marvin. Oh, wer stand da? Da stand Patrick. Nee, oh, Andreas Adler. Oh! Und Thomas Navarro. Oh, ganz, ganz bittere Situation. Oh, nein, 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 Leute. Ah, ja, weiter geht's. So, Thorsten Schober auf die 4. Und der ist an Patrick Klingen dran. Klingen geht weit, Schober vorbei. So, jetzt ist noch interessant, weil Marvin Reif da noch mit ins Boot kommt. Oh! Was hat er denn da vor, der Klingen? Sei bald aus wie abräumen. Ja. So, Schober auf die 3. Und jetzt mittlerweile an. Oh, Gas, Stefan Heinz. Dein Mikro macht's komisch. Mein Mikro macht komisch. Und also, keine Ahnung, was da jetzt ist. Jetzt geht's wieder. Okay. Hein schon vielleicht bis auf die 5. Ja. Also hier ist allgemein Gabi Gashus, Stefan Hein und Schober sind alle weit vorgekommen. Marvin Reif muss einen Fehler gehabt haben, weil er nur eine 41er Zeit gefahren hat und dadurch Jürgen Weiland seinen Vorsprung auf gute knappe 5 Sekunden ausbauen konnte. Jetzt sind wir hier mal einen ganz freudigen Vierkampf. Er ist zu Osten Schober jetzt an Marvin Reif dran ist. Und zwar so nah, dass er jetzt dann auch bald vorbeikommt. So, Stefan Hein hat Wolfgang Bosen zwischen sich und Gasfuß gebracht. Und sich dadurch ein bisschen Luft verschaffen. Ah, Wolfgang, der ist auch hinter den Stefan her, aber Stefan hat sich jetzt wieder so ein bisschen gerettet. Den Anschluss zum Thorsten Schober gefunden. Hoffentlich ist das nicht so wie im ersten Lauf, dass da zwei Mann sich ins Scharmützel kommen und der Stefan zieht an den beiden dann vorbei. Ja, das ist jetzt hier natürlich echt. Wobei Hein macht jetzt mal hier richtig Feuer. Ja.
Oh, da hinten auch wieder. Das war Wolfgang. Ja, und ganz da hinten Gabi Gasfuß. Sie weggedreht hat. Oh ja. Stimmt, Gabi Gasfuß habe ich gar nicht gesehen jetzt. Ne? Ja, das macht es natürlich gut für Stefan Hein, der da dann mit seinen größten Mitkonkurrenten natürlich. Hein ist natürlich auch schneller gewesen die letzte Runde. Gute 7 Zehntel wie Thorsten Schober. Ja, Schober hat da. Aber guck mal bitte auf Position 3-2, da wird es mächtig eng wieder. Ja, das sind wir ja mit Hein, Schober und Reif. In einem Bündel. Oh. Nein! Jürgen Weiland! Jürgen Weiland! Nein! Oh, Jürgen, was machst du da? Gib Gas! Ich hätte es ihm so gegönnt. Somit geht er da noch Bosen vorbei. Ja. Ja, da bremst sich da rein. Bosen hat weitaus mehr Überschuss gehabt wie der Jürgen. Ja, nutzt er die Situation natürlich klar für sich aus. So. Reif. Führt. Halten die Nerven stand. Der Bruder Kai Reif wird jetzt wahrscheinlich gerade am Herzklappenabriss leiden. Ja, mal gucken, wie lange er den Druck noch standhalten kann von Schober. Weil das jetzt noch 22 Minuten durchziehen, oh, sportlich. Kai Reib schreibt, umgefallen. Ja, aber Marvin, muss ich sagen, wie Peter schon geschrieben hat, dass er es als Rookie gar nicht schlecht macht. Erste Saison. Und ich meine, Thorsten Schober macht ihm schon Druck von hinten, aber er hält dem Stand. Keine Fahrfehler. Keine wesentlichen Fahrfehler. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, das noch 20 Minuten durchzuhalten. Oh, lange Zeit. Oh, da geht's Heck. Und Schober innen. Nein. Sieht dann nochmal zurück. Oh, jetzt ist vorbei. Ja. Wobei außenrum mehr Schwung. Ja. Oh ja. Ja, da geht's schon los. Jetzt fangen die Nerven an zu flattern. Und. Oh, Schober zieht nochmal zurück. Oh, Schober mit Fahrfehler. Aber das, fängt das Auto. Das war Marvin Reif seine Rettung. Ja, mal gucken. Mal, wenn Stefan Hein jetzt rankommt. Hein nutzt da mal eher eine Lücke aus, um mal reinzustechen und zu sagen, hier bin ich. So, unter den Parks hier. Kommt Gabi Gasfuß mittlerweile wieder ran. Aber bleiben wir mal vorne. Ja, wenn wir davon sprechen. Das war Daniel. Marvin Reif, grober Fehler. Ja, aber trotzdem. Und schon ist Hein vorbei. Ja, ging schnell. So, Schober jetzt auch gleich. Jetzt kommt gleich eine Rechtskurve. Ja, die nutzt Schober jetzt. Ja. Und schon ist Reif auf der 3. Ja, aber auch wenn er sich den dritten Platz nach Hause fahren sollte, das ist ein gutes Ergebnis für ihn. Hat jetzt ohne Bedrängnis mit knapp 1,5 Sekunden Vorsprung dann einen Fehler gemacht.
Jetzt springen wir da hier hin. So. Hier fehlt plötzlich einer der Patricks. Mal Kling, Gasfuß und Navarro. Gucken wir uns das hier mal von hier an. Oh, ja, da werden zum Teil richtig kuriosen Linien gewählt. Ja, aber Gasfuß weiter dran. Mal gespannt, wenn die ersten vier wieder über die Linie fahren, was dann für Zeiten kommen. Ja, allerdings, jetzt wo du es sagst, wobei, ja doch, war ja in der vergangenen Runde. Also müssten jetzt dann gleich schon mal schnellere Zeiten kommen. Ja. 36-2, 36-0. Da Und lassen die direkt einen Hammer fallen. Wolfgang Bosen ist auch 8 Zehntel schneller gewesen wie Marvin Reif. Also da wird es nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da wird der Wolfgang auch den Marvin angreifen. Schalten wir auf Position 3-4, da wird's eng. Der Wolfgang wird sich gleich den Marvin zurechtlegen. Da vorne Stefan Hein mit einem Fehler von 1 auf die 2 zurückgefallen. Ja, Thorsten Schober jetzt auf der 1 mit 2 Sekunden Vorsprung durch den Fehler. So, hier unten. Also ich gehe davon aus, dass die Jungs mit den Grip-Verhalten das nicht klarkommen. Also hier momentan 5 Autos innerhalb von ja, knapp 2 Sekunden. Eineinhalb. Wolfgang Bosen ist ein Zehntel von Marvin Reif entfernt. Weil ich sagen muss, der BMW kommt immer besser aus der Kurve raus wie der Acura. Ja, an manchen Stellen ist Reif richtig gut unterwegs und an manchen Stellen nicht. Oh, Stefan Hein holt wieder auf Schober auf.
Ah, wie Ansonsten, Mazzolico gerade ja. geschrieben hat, es könnte natürlich auch sein, dass die Reifen zu heiß werden. Oh, hier wird es jetzt richtig eng. Und Gabi Gasfuß hat einen Platz verloren. Oh. Patrick Alex, Abflug und Einschlag. Böser Einschlag. Wolfgang Ei, Bosel ist in ei, ei. diesem Moment am Marvin Reif vorbei. Na, hier geht alles wieder Schlag auf Schlag hier. So, Reif auf die 4. Rosen auf die 3. Schober, Hein, unverändert 1 und 2. So. Gabi Gasfuß, kein Druck mehr von hinten. Mal gucken, was hier noch so abgeht. Ja, ich glaube im ersten Sprintrennen, also im ersten, was im ersten Lauf in Brands Hatch, hat er auch Wolfgang Bosen statt Zielsieg im zweiten Sprintrennen hingelegt damals. So, Gabi Gasfuß an Jürgen Weiland. Oh, geht ein bisschen weit, verliert dadurch Boden. In der Zeit hält sich Thorsten Schober vorne konstant mit 1,2 Sekunden. Ja, aber wenn der Thorsten keinen Fehler bei der reinhaut, dann fährt er das Ding für Scuderia Fukuhila auch nach Hause. Definitiv und holt er damit wieder richtig gut Punkte. Ja. Während dem Gabi Gasfuß nicht so die Punkteausbeute macht. Aber ja. Halt von ganz hinten nach ganz vorne mit sehr viel Trubel da, ja, ist nicht ganz einfach. War nicht im ersten Rennen Thorsten Schober auch schon auf dem Treppchen? Ja. Also zweimal die gleichen Leute bis jetzt. Gibt eine kurze Pressekonferenz. Ja, das ist schön. Ich will mich nämlich auch nicht lange aufhalten, nämlich ins Bett. Aber, oh, wenn man vom Teufel spricht. Ja, Hein macht Schober mächtig Druck, also. Muss aber auch was gewesen sein in der letzten Runde mit 8 Zehntel beziehungsweise 7. Ja, das sehen wir jetzt gleich, wenn wir zum Startziel kommen. Oh, ein Fehler. Ja, das passiert halt relativ schnell. Und schon ist wieder der Abstand von vorher hergestellt. Ja, mit einer kleinen Sache auf der Kurve nicht richtig raus beschleunigt. Und schon ist wieder wie vorher. So, Gasfuß an Weiland vorbei. Wenn ich das hier in etwa richtig auf dem Schirm habe.
Ja, ansonsten alles eigentlich relativ entspannt momentan auf der Strecke. Oh, da ist ein Schild geflogen. Ja, die Schikane fängt langsam hier wieder an Wasser zu stehen. Gehen wir noch gerade mal hier ins Cockpit. Oh. Da geht er vorbei an Patrick Kling. Wenn er jetzt noch richtig rauskommt aus der Kurve. Ja, bleibt vorne. Starkes Manöver da außenrum vorbei. Somit auf die 6. Punkteausbeute steigt. Ja, Torsten Schober hat seinen Vorsprung wieder auf 1,5 Sekunden auf Stefan Hain ausgebaut. Ja, richtig. Die ersten drei fahren noch 1,36er Zeiten und Gabi Gasfuß und Patrick und der Andreas Adler hinten auch. Alex und Alter, ja. So, gehen wir hier mal zurück zu Gabi. Die jetzt mittlerweile schon an Thomas Navarro dran ist. Oh. Ja, das ist gefährlich in der Kurve. Wenn man da ab dem Scheitelpunkt dann Gas gibt und sich nach außen tragen lässt, dann neigt das Auto ganz stark zu übersteuern. So langsam streckt sich das Feld immer mehr und mehr. Und während, wenn ich es richtig sehe, mal gucken hier, Marvin Reif immer noch auf der 4 ist. Keine Bedrängnisse, gar nichts, also kann sein Tempo fahren. Und hat jetzt dann noch knapp 5 Minuten bis zum Ende des Rennens. Ich schaue als mit einem Auge auf 1 und 2, aber die sind jetzt gute Sekunde auseinander. Aber wie gesagt, Mein Auge ist es auch. kann ja immer mal ein Fehler vom Thorsten passieren. Absolut richtig. Aber ich schiel auch schon die ganze Zeit da hoch. Aber jetzt sind wir sogar schon in der 35er Zeiten. Ja, Stefan und der Thorsten drehen da vorne echt auf. Da ging Patrick Kling weit. Und ah. Geh mal auf Position 1. Der ist gerade am Überrunden. Oder ist er schon vorbei? Nee, kommt gleich an Martin Kuhn ran. Aber Oh nee, hallo mal. müsste doch eigentlich erstmal der Daniel kommen, ne? Ja, aber. Ja, doch, da geht er vorbei. So, das war absolut gar kein Problem für weder Thorsten Schober noch für Stefan Hain. Weil da wurde absolut souverän Platz gemacht.
Der Daniel, wie heißt er nachher wieder? Norreich? Da ist er. Ja. Oh. Auch schwer Probleme. Aber wundert mich auch gar nicht. Ja, also wie gesagt, die Wetterbedingungen und dann noch mit Controller. Absolut kein Segen. Naja gut, sag mal, der Marco Maestro ist ja letzte Saison auch mit Controller gefahren. Gab es ja auch diese Wetterbedingungen, ähnliche. Und ich denke mal, gut für sein erstes Rennen. Ja, man muss halt auch immer vergleichen, wer wie lang schon fährt. Ja. So, Gabi Gasus auf die 5. Norreich wurde getrennt. Somit nur noch 12 Fahrer. Und Gasfuß ging gleichzeitig an Navarro vorbei und somit auf die 5. Und hat jetzt 3 Sekunden auf Marvin Reif bei noch 2 Minuten zu fahren. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. So, ich muss hier Oh, hinspringen. ja, wollte gerade sagen, Thorsten Schober anscheinend wieder einen Fehler gehabt. Oh, jetzt wird es natürlich nochmal richtig knackig, die letzten 2 Minuten. Oha. Okay. Hein, aber jetzt mal Saugt sich richtig richtig dran. ran, ja. 25,5 zu 36,8, also da Geht hatte doch mal Schober definitiv einen ins Fehler. Cockpit beim Hein. Das ist natürlich, naja, die letzte Runde ist nicht mehr. Es gibt anscheinend eine Ecke, wo Schober nicht so richtig klarkommt, glaube ich. Ja. Ich frage mich, welches es ist. Weil er hat immer eine Runde, hat er einen Fehler und dann klappt es wieder und dann hat er wieder irgendwo einen Fehler. So, Schikane. Oh, Fehler, 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 Fehler. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Also, Schikane hat ein klarer Fehler gehabt. So, wer bremst hier wann und wer bremst hier wie wo? Oh, da gab es eine Berührung, das hat man gespürt. So, Hein und Schober. Hein vorbei. Aufgrund des Fehlers in der Schikane geht Hein an Schober vorbei. So, und er beendet das Rennen. 3 Kurven vor Schluss wirft er seinen Podiumsplatz weg. So, des Weiteren. Wolfgang Bosen auf der 3. Marvin Reif rettet den 4. Platz im Acura. Stark. Dann kommt Gabi Gasfuß, Navarro. Weiland, siebtes, dahinter ein Patrick Geschwader, Massmann und Kling, Andreas Adler noch in der Haarnadel, ich gefolgt von Patrick Alex und Martin Kuhn auf P12, ganz zum Schluss. So, ich jetzt gerade auch vorbei. Kurz Bilder machen. Was ich gerade noch hinkriege mit 3% Akku. Einmal. Also sind heute so die. Ups, jetzt habe ich an meiner E-Zigarette geraucht und man hat es gehört. Also sind heute so die Gewinnerteams. Ja. Scuderia Fuquahila und T-Dog Racing ebenfalls.
Gruppe, 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 Gruppe hier unten. Weißt du, wen wir einladen, oder? Ich werde gleich einladen, ja. Nein, ich gefragt, ob du weißt, wen wir einladen müssen. Ach so, Schober, Hein, Gasfuß. Gasfuß und Bosen. So, Party. Einladen. Dann kannst du anfangen. So, nee, ich lass dich machen. Ganz alleine. Du hältst ihn nur noch im Schober, Hintergrund fest. Bosen, wer war der letzte? Bosen, Schober, Hein, Gasfuß. Gasfuß. Ach, Hein, hier, jetzt. Wenn du so eingeladen hast, kannst du eigentlich auch schon gehen, wenn du möchtest. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Ja, lieber David, ich danke dir, dass du heute Abend wieder zu meiner Seite gestanden hast. Kurier deine Immer wieder Erkältung gerne. aus. Leider muss ich den Zuschauern mitteilen, dass wir diese sanfte, zärtliche Stimme vom lieben David McRae jetzt 10 Wochen nicht hören werden. Und ja, ich mache mich ein bisschen betroffen und ein bisschen traurig. Aber keine Sorge, ich komme wieder. Ja, wir sehen uns spätestens am 18. Mai in Bonn bei Racing Benz K. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch Zuschauern noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß bei Notenden der Liga E. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit der Pressekonferenz und ich bin raus. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Ciao. So, wer ist denn schon alles in der Party? Ich. Ja, das ist Ich. schön. Also, Gabi Gasfuß ist da. Ja, war da. Aber ist ja. Ist da. Stefan ist Naja. da. Stefan ist da. Nein. Nein, nein. Thorsten ist da. Thorsten ist da. Ja. Wolfgang ist da. Wolfgang ist da. Ja. Und Und dann fehlt ja eigentlich nur dann noch fehlt ja eigentlich nur noch der Stefan. der Stefan. Habt ihr eure Stimmen auf Eure Stimmen Zulassen? auf Zulassen. Ja. Ja. Also ich lese gerade, Stefan raucht noch eine. Ja, dann fange ich ganz einfach mal an mit dem Thorsten Schober. Thorsten, herzlichen Glückwunsch zu Platz 3 im ersten Lauf und leider zum Platz 2 im zweiten Lauf. Erzähl mal, wie war das aus deiner Sicht, das erste und das zweite Rennen? Ja, im ersten, also ich weiß auch nicht, im Quali bin ich also komplett hinter meiner Trainingszeit geblieben. Ja, Rennen an sich ist auch gut verlaufen, nur ich weiß nicht wieso, mein Bahn war nicht so, wie ich im Training hatte. Ich musste echt mit dem Arsch kämpfen. Ich weiß nicht, ich hatte einen schlechten Tag gehabt oder so, ich weiß nicht. Aber mich dann so durchzufügen und so, das lief auch alles super fair ab, hat super Spaß gemacht. Und auf dem dritten Platz war ich eigentlich ganz froh. Ja, im zweiten Rennen war auch super geil, sich da durchzufügen. Also waren alle super fair. Ich hatte keinen Kitscher, nichts. Ja, und also in letzter Runde will ich nichts sagen, da habe ich ihn einen Dreher und der Stefan Hein war eh, der war sau flott, also der war immer hinter mir, der hatte ein bisschen Abstand gehalten. Also war ein super Rennen, wirklich super Rennen. Schade, dass er nicht da ist. Oder ist er da? Hallo Ja, ist Stefan. da, ist Stefan ist schon da. Hallo zusammen. Stefan, Schönen hast du guten seine Stimme, Abend. deine Stimme auf Zulassen? Ja, immer. Gut. Ja, also wir sind in der letzten Runde, habe ich zu dem David gesagt, weißt du was, schalt doch mal bei Stefan aufs Auto und dann in die Cockpit. Ich möchte gerne mal wissen, weil du hast wirklich eine Runde super gefahren, hast fast 2 Sekunden auf den Stefan rausgefahren. Und dann kam wieder eine Runde, wo der Stefan wie mal wieder 13 an der dran gewesen ist. Ich sage, irgendwo hat der Thorsten immer einen kleinen Patzer. Ich möchte gerne wissen, wo. Und dann haben wir auf die Cockpit geschaltet und dann bist du da ein bisschen von der Strecke abgekommen. Stefan hat die Chance und die Lücke genutzt und ist an dir vorbei. Hat er sauber gemacht. Aber Ja, ich weiß auch. nichtsdestotrotz für euer Team, Scuderia Fukuhila, mittlerweile kann ich es auch. Ja, wird schneller. Scuderia Ja, Fukuhila. Top-Punkteausbeute und ja. Ja, ich bin auch Ja. sehr zufrieden. Also ich habe super Spaß gehabt, war ein schönes Rennen und ja, Glückwunsch, Stefan. Danke. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Platz im ersten Lauf und erster Platz im zweiten Lauf. Stefan, herzlichen Glückwunsch. Danke. In den letzten Rennen hast du ja nicht so viel, oder im ersten Rennen hast du, glaube ich, nicht so viel Glück. Dafür bist du heute belohnt worden.
Erzähl mal, wie war das aus deiner Sicht? Ja, äußerst schwierig. Zuallererst will ich mich bei Gabi Gasfuß entschuldigen jetzt für den Remplach. Wo ich ihn getroffen habe, konnte ich nichts machen. Ich War das wurde, das in der ersten, naja, in der gleich nach dem ersten Pro, Start. erste Runde, zweites Rennen? Ja, genau. Ja. Ich habe einen Rempler bekommen, bin von der Strecke, habe mich gedreht, konnte das Auto nicht fangen, bin blöd auf die Strecke zurück und habe dich dann getroffen. Tut mir leid. Ja, das war schon meine Vermutung. Ich war ja komplett, ich habe nur vorne gesehen und plötzlich kriege ich voll einen Schlag von der Seite. Da habe ich vermutet, also ich glaube, keiner würde so rabiat auf die Strecke zurückkommen, wenn das nicht unabsichtlich war. Und du hast mir fast nichts kaputt gemacht, von daher war das okay. Du Dafür musst war halt mein immer dann Auto nur mal von kaputt. hinten anfangen. Ja, wie war das Rennen? Also das erste Rennen äußerst schwierig. Ich habe echt gekotzt, wo ich mit einmal den Disconnect hatte. Ich habe gedacht, das war es vorbei. Danke dafür noch. Ich danke dir auch nochmal für den Disconnect. Ich war ja anscheinend nicht der Einzige. Meine Frau hat mir dann gesagt, dass da irgendwie die Lobby eingestellt wird. Und dann musste ich gleich wieder ans Lenkrad rennen. Ja, du hast also den mich als Streamer und auch den Co. gleichzeitig mit rausgezogen. Geil, wa? Ja, das hat noch keiner geschafft. Das ist also in der SSR-Karriere einmalig gewesen. Das waren aber noch mehrere. Ich glaube, den Das Thomas Navarro, den hat es auch noch mit rausgezogen ja. und irgendwen noch. Ich glaube, es waren drei oder vier. Also, Patrick das war Maßmann schon. habe ich noch. Das war auf jeden Fall ein Spaß. Das Setup, ein riesen Dankeschön an Thomas Prinz, der da mit dran gebaut hat und heute gespottet hat. Denke mal, ohne ihn und das Setup wäre es nicht möglich gewesen. Das erste Rennen im Sturm, das war eigentlich sowieso nur eine Lotterie mit dem Pfützen, der da am besten durchkommt. Ja, Martin hat leider ein bisschen Pech gehabt heute. Und zum letzten Rennen, ja, haben viele Leute Fehler gemacht. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erwartet. Und dann macht der Thorsten da noch den Fehler und da musste ich angreifen. Das ging nicht mehr anders. Entweder jetzt oder nie. Sehr schönes Rennen, macht wirklich Spaß, gegen die Scuderia zu fahren. Faire Jungs. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Also, Also ich glaube, Team Hein ist ja das deine Frau, die im Chat immer mitschreibt, fleißig. ja. Die hat ja eben geschrieben, dass du high bist und wahrscheinlich die ganze Nacht nicht schlafen kannst. Fand ich natürlich klasse. Also ich muss das letzte Rennen auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, also wie gesagt, wir haben die letzte, ich glaube, die letzten anderthalb Runden waren wir bei dir im Cockpit gewesen und war schon eine geile Aufnahme, gar keine Frage. Gut, Glimpfmodus und beim Aufstehen. beim Patrick Alex war es, glaube ich, muss ich mich entschuldigen, in der letzten Kurve. Da habe ich ihn hinten leicht getroffen. Mit einmal ist er stehen geblieben, wegen seinem Vordermann oder was. Ich konnte nicht mehr bremsen, ausweichen oder so. Dann habe ich ihm den Pitcher gegeben. War definitiv keine Absicht, tut mir auch leid. Das war so der Pechvogel des heutigen Tages im ersten Sprintrennen. Wegen der Disconnect, Ja. sonst hätte er das Ding ja wahrscheinlich nach Hause geholt. Aber das ist halt. Liegt nicht an den Fahrern und das liegt auch nicht an den Internetverbindungen, sondern ich denke, dass es an diesen Lobbys und von der Simulation her zusammenhängt. Und mein Sprintrennfluch ist jetzt gebrochen. Ja, das denke ich auch. Gut. Der vergangenen Saison ging ja auch nie was Das wirklich. stimmt, ja. Da hast du recht. Dann kommen wir zu Platz 1 im ersten Sprintrennen. Gabi Gasfuß, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Erzähl mal, wie war das für dich? Ja, das erste Rennen war eigentlich relativ ereignislos, muss ich sagen. Wir haben uns ja eigentlich nach dem Start ich weiß gar nicht, wie der Start war, relativ fix einsortiert und sind dann so auch in der Konstellation durchgefahren. Ich hatte eigentlich das gleiche Problem wie Thorsten, dass ich einfach im Quali überhaupt nicht so auf meine Zeiten gekommen bin, weil, ja, keine Ahnung. Und wir haben auch erstmal 2 Minuten in der Box gestanden, bis wir überhaupt rausfahren durften. Das war natürlich schon suboptimal bei diesem One-Shoot-Quali, wo man echt einen Versuch hat für eine gute Rundenzeit.
Ja, da habe ich eine mittelmäßige Zeit gesetzt. Ich war, glaube ich, 4 oder 5 oder 6 irgendwo in der Gegend am Ende. Bin dann rein und habe mir dann das Rennen-Setup draufgesetzt und bin dann einfach ein paar Runden zum Warmmachen gefahren. Und dann habe ich einmal die Schikane gut getroffen und habe mich dann noch auf 2 verbessert. So kann es laufen. Ja, da haben wir auch gestaunt. Also auch der Wolfgang hat dann, ich glaube, kurz vor dir, wo ich gesagt habe, oder der David sagte, es sind ja nur noch 4 Minuten jetzt, und da sage ich, ja, da wird nicht mehr viel kommen, und in dem Moment macht's baff und der Wolfgang sitzt auf einmal auf der 2. Dann kam der eine der anderen, hat den Wolfgang, glaube ich, auf 4 oder 5 zurückgesetzt, und dann so ziemlich zum Schluss bist du dann auf die Position 2 noch gesprungen. Also Ja, muss auch so um Minute 4 rum gewesen sein, ja. ungefähr. Ja, das ist einfach, das ist Glückssache. Das ist auch das, was im Rennen, wenn man plötzlich eine Sekunde verliert oder mehr hat als der Vordermann, das geht so schnell bei diesen Pfützen in der Schikane und unten an der Haarnadel. Da muss man nicht ganz, da weiß, das ist halt immer Glückssache, wie man gut man durchkommt, ne? Ja, das ist klar. Genau, und so hatten wir uns halt im ersten Rennen eigentlich ganz gut einsortiert. Wer war denn? Patrick Alex, glaube ich, war dann auf 1. Ich glaube, das waren die Race Wars, ne? German Race Wars. Und so wären wir eigentlich auch ins Ziel gefahren. Auf jeden Fall. Also der Stefan Hein hinter mir und der Patrick Alex vor mir. Bis halt dann die Disconnects und die rote Flagge kamen. Und da hatte ich halt das Glück, dass sich der Patrick Alex dann beim Restart in der ersten Kurve verbremst hat. Und dann von da an konnte ich dann vorbeigehen. Und dann sind halt Stefan Hein und ich sind dann ungefähr gleichwertige Zeiten gefahren und zum Glück ohne Dreher dann durchgekommen in den letzten Viertelstunde. Ja, du Ja, hast auch so war das erste Rennen aus meiner Sicht. im zweiten Rennen hast du ja auch eine Mords-Aufholjagd gestartet. Boah, das war wirklich schwierig im zweiten Rennen. Ich hatte ja, wie der Stefan eben schon sagte, hatte ich ja mich ganz von hinten gestartet. Dann waren die zwei Dreher vor mir und plötzlich gibt es einen Schlag und ich liege unten in der Linkskurve im Kiesbett. Zum Glück mit wenig Schaden, aber dann durfte ich wieder von hinten anfangen. Das haben wir im Hintergrund gesehen. Ja, dann habe ich mich eigentlich noch ganz gut bis nach vorne gekämpft. Ich war, glaube ich, irgendwann mal so auf 5 oder auf 6 und habe dann mit dem Wolfgang Bosen gekämpft. Da kam es dann zu einer Situation, die muss ich mir ja mal angucken, wie das da gewesen ist. Ich habe den unten in der Haarnadel, in der ersten, habe ich ihn überholt, weil er schlecht rausgekommen ist. Und ja, in der zweiten Kurve setzt er dann zum Konter an und trifft mich, schiebt mich raus. Muss ich mir angucken, was da, ob das, wie das passiert ist, was da passiert ist. Oder Wolfgang fragen gleich. Und da war ich dann halt wieder auf 9 zurück und hatte dann diese Audi-Kampfgruppe vor mir, wo ich überhaupt nicht, da kam, also da war kein wirklich ein schweres Vorbeikommen. Die ganze Zeit in der Gischt, jeder bremst überall anders. Man konnte eigentlich nicht in den Rhythmus kommen. Man musste immer gucken, wo bremst der vor mir, damit ich den nicht drauf fahre. Das war schwierig. Das war wirklich schwierig. Da konnte ich immer nur, wenn einer mal einen Fehler hatte, irgendwann vorbeigehen. Gut, Ja. dann sage ich mal, das war's ja für heute Abend. Wie war das gerade? Scuderia Fukuhida, ich soll ja so schnell aussprechen. Genau. Und für T-Dog Racing eine richtig gute Punkteausbeute. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Lauf, zum dritten Platz. Wolfgang, herzlichen Glückwunsch zu P3. Danke. Ich weiß gar nicht, wo bist du gestartet? Auf Zweiten, 9. auf 9. Und dann vor auf die 3. War. Wie war das für dich? Ja, eigentlich ja, war ich da eigentlich ganz gut unterwegs. Es klappte eigentlich alles gut. Die meisten haben sich dann auch vor mir eher mal gedreht. Dadurch bin ich nach vorne gekommen. Ja, und bei Gabi Gas muss ich mich jetzt nicht entschuldigen, weil das war echt ja, blöd. Ich habe da in der Spitzkehre vom Ziel habe ich versucht, innen rein. Hat ja auch geklappt. Er hat mir auch Platz gelassen. Aber ich bin dann so ein bisschen rausgerutscht. Und da habe ich so leicht, ich sage immer sie, ne? Darfst du gerne sie sagen. Das ist vollkommen okay. Darfst gerne sie sagen. Das ist gar kein Problem. Können wir gerne die ganze Zeit bleiben. Habe ich dich leicht touchiert. Ja, war blöd. Bin bis ein bisschen ins Rutschen gekommen. Das war echt, tat mir dann auch leid. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, Ja, wahrscheinlich ein bisschen spät gebremst. Ne? Das ist natürlich echt schwierig in den Kurven. ja, du Naja. hast mir auch Platz gelassen. Das war ja eigentlich super. Aber dann bin ich so ein bisschen am Scheitelpunkt so ein bisschen gerutscht und da habe ich ja dich nur leicht touchiert zwar, aber ja, war natürlich dann für dich wieder scheiße. Da warst du wieder auf 7 oder 8 oder was, ne?
Ich war Scheiße. ich war in der Wiese, Motor aus und musste dann, Ah. ich glaube, 9 oder 10. Ich hatte dann die ganze Ah. Kampfgruppe Audi vor mir. Ja, scheiße. Das echt blöd. Ja, da war ich dann halt auf einmal Dritter. Ne? Das war zwar schön, aber hatte schon im Hinterkopf diesen Rempler. Das war einfach scheiße. Ja, gut, das ist das passiert. Ja, normal bin ich auch immer sehr fair. Wie gesagt, da wollte ich auch nicht irgendwie mit Gewalt, aber ja, bisschen gerutscht und leicht rein. Aber ist fair, dass du es so auch so siehst, da sind wir uns ja einig und ist für Ja. mich erledigt, die Sache. Ah, super. Ja, und dort kann ich jetzt ja auch zufrieden sein. Also Platz 5 und Platz 3 bin ich auf jeden Fall zufrieden. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass ich jetzt auch noch Dritter werde. Aber klar, bei dem Regenrennen, da ist alles möglich. Da kann man Dritter werden oder auch Letzter, ne? Ja, definitiv. Also wie gesagt, Patrick Alex war für mich heute so der Pechvogel des Tages. Ja. Und ja, es gibt halt Situationen oder Rennen, wo man wirklich Pech hat. Ja, der hatte echt Ja. viel Pech, ja. Aber naja, gut. Gut, dann kommen wir zu den Größen. Thorsten, du fängst an. Ja, als erstes möchte ich unseren kranken Sportler grüßen. Werd schnell wieder gesund. Die ganzen Fans der Scuderia Vaccarella, der FFR-Community und natürlich der ganze Öscher-Schenk. Gut, dann Ja, Stefan. eigentlich. Ja, ich grüße ebenfalls die Community der SSR, meine Frau natürlich, T-Doc allgemein, alle Leute von T-Doc, die die Daumen gedrückt haben, Martin Kuhn, seine Frau auch. Ja, ich denke, ich habe alle durch. Danke noch an euch Streamer. Gerne geschehen. Und ich freue War mich schon aufs nächste Rennen. Wir sind heute Abend auch schwer belohnt worden mit wirklich zwei interessanten Rennen. Gut, dann Gabi. Ja, letztes Jahr war ja, letztes Rennen war ja, habt ihr euch ja beschwert, dass es so langweilig war. Da haben wir gedacht, machen wir ein bisschen mal Action rein. Ja, auf jeden Fall beste Grüße und gute Besserung an den Cole. Der liegt zu krank im Bett und konnte heute leider nicht mehr spotten. Vielen Dank an den René, den VP Miraculist, der uns so ein bisschen Setup unterstützt hat. Wir haben echt viel Trainingsarbeit reingesteckt, um überhaupt das Ding fahrbar für die Piste vorzubereiten. Das war echt Arbeit. Hat auch nicht so viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ich muss Aber dich der hat auf uns einen da verhexen. geholfen. Aber habe ich ja jetzt genannt. Danke an den auf jeden Fall, wenn er zuguckt. Und danke an den Ali Derkum und an die, ich glaube, Arch Racing Point heißt das Team. Die haben uns auch ein bisschen geholfen. Die fahren ja auch mit dem AMG. Danke an euch Racing. und viel Erfolg bei euch für das gleiche Rennen. Gut, dann Ja. haben wir die vorletzten Worte heute hat der Wolfgang. Ja, ich bedanke mich erstmal oder grüße erstmal das Aresen-Team, Aresen-Gruppe ganz besonders und insbesondere natürlich auch den Björn wieder, der wieder ein super Setup gemacht hat und mich auch wieder heute ganz gut unterstützt hat. Und noch den Peter, die Lage, nicht die Lage, die Lage, der mir auch heute zur Seite stand. Also danke. Gut, dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern, die heute wieder zahlreich kommentiert haben, bei allen Fahrern für diese zwei wunderschönen Rennen, die auch spannend gewesen sind bis in die Haarspitzen. Bedanken möchte ich mich auch bei meinem Co-Moderator David, der leider nicht mehr da ist, der krankheitsbedingt jetzt im Bett liegt. Dann noch eine Info, und zwar am Sonntag startet hier die Liga B. Streamer werden diesmal sein Merlin Wolf mit an seiner Seite der Martin Kuhn. Und somit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns, ja, ich denke, demnächst wieder. Also, allen eine gute Nacht und schönes Wochenende. Ciao. Danke, ciao. So.